Okay, es ist jetzt dunkel, es ist soweit. Was Wollen wir ist los? soweit? Naja, ich dachte, wir Wohin? wollten in die Stadt. Easy, wir wollten in die Stadt. Es ist so dunkel, ich kann nicht sehen. Ich bin mir sicher, die Stadt ist da hinten. Bist du nachtblind? Ja, bin ich tatsächlich, ja. Ich Okay. bin eine Maus. Sind Du bist eine Katze, Mäuse warte, hast du nachtblind? Nachtsicht? Ich hab Nachtsicht. Ich bin aktiv Okay, ich wie riech dir zuvor. einfach hinterher. Gut, dass du ein paar Du Tage riechst nach nicht geduscht Maus. hast. Ich hab Hunger. Falls ihr euch übrigens fragt, was ist das für ein verrücktes Mondsichelhaus, ja, wo wir hier stehen? Da habt ihr, falls ihr Isis letzte Folge noch nicht gesehen habt, das war ein Zaubererhaus, okay? Und da haben wir mit einem Friss eine Zauberer Beere. geredet, der eine Damit Kröte. du mich nicht frisst. Ja, danke, das ist lieb von dir. Ich habe gar keinen Hunger, das war nur ein Spaß. Oh, ein Glück. Jedenfalls haben wir mit dem Zauberer geredet und der meinte, wir haben noch Hoffnung, ja, wir können Rainbow Town noch retten. Und zwar hat er uns diese Unsichtbarkeitstränke gegeben, die können wir jetzt auch gleich trinken. Und dann müssen wir in die Stadt und wir müssen den Täter schnappen und dann können wir das Dorf noch retten. Ja, ich habe eine Blume. Du hast eine Meinst du, die macht dich ja auch unsichtbar? Stimmt, vielleicht, wenn ich sie esse. Vielleicht, wenn du sie isst. Was passiert? Ich sehe dich noch. Dreh dich mal. Mir wird schwindelig. Dreh dich mal Sie schneller. War giftig. Sie war giftig? Sie war giftig! Nein! Das ist cool. Wollen wir los? Wollen wir die Unsichtbarkeitstränke trinken? Okay, ich würde die vorher schon trinken. Nicht, dass uns jemand sieht, wie wir in die Stadt reinlaufen, oder? Und wir das sollten sie hier irgendwo trinken, am besten, blöde. Oder? Ja. Wir sollten Also ich habe hier so einen guten Ausblick. Richtig merkwürdig. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, was mit dem Bürgermeister ist. Weil, also, wir sollten uns vielleicht erstmal einen Plan überlegen. Und zwar... Ach so. Naja, oder? Was machen wir? Also, meine Theorie, ja? Der Bürgermeister. Ja. Den haben wir jetzt ja in der letzten Folge gesehen, wie der in der Stadt rumläuft. Und das waren ja alles so ein bisschen hybridenmäßige Leute und die haben sich alle verhalten wie Zombies. Ja. Aber wir hatten ja die Liste. Das heißt, wir haben die Leute abgehakt. Und eigentlich kann es nur der Bürgermeister gewesen sein, weil der Rest war ja eigentlich ziemlich sicher unschuldig. Richtig? Ist die Liste? Ja. Siehst du? Bürgermeister. Haken auf den Bürgermeister. Ja, aber der ist auch wie ein Hybrid rumgelaufen worden. Ja, das aber wer soll. Okay, aber wer das soll macht denn einfach sein? Keinen Sinn. Easy, wer soll ich denn weiß sein? Nicht. Kann das nicht Vielleicht also, jemand, den wir noch nicht kennen, der ausgezogen ist ja, vor Jahren wer mal. Soll denn es da. Kann doch sein. Da war doch keiner. Ich weiß es halt nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir sollten vielleicht noch ein Auge drauf. Weil was ist, wenn der nur so tut? Weißt du, was ist, wenn die schon geahnt haben, dass wir die nochmal beobachten? Und das war einfach ein Timing-Ding, weißt du? Und wir sind in die Stadt gekommen und der hat sich gerade einfach so verhalten. Das wissen das kann wir jetzt sein. Nicht. Also beobachten wir den jetzt. Also ich würde einfach nur ein extra Auge auf den Bürgermeister werfen. Okay. Und dann, vielleicht sollten wir gucken, weil die Leute aus der Geheimorganisation waren ja nicht dabei, oder? Nee, ich glaube also nicht. Ich weiß, wir sollten vielleicht mal schauen, ob die dabei sind, aber ansonsten ist es in der Geheimorganisation ja noch sicher, bevor wir jetzt hier noch eine Nacht draußen verbringen. Eigentlich schon, ja. Okay. Gut. Dann, Lass uns gehen. Trink deinen Trank und... Hat's geklappt? Okay, ja. Okay, dann los. Ich sehe die kleine Glasflasche vor mir rumhüpfen. Tup, tup. Ah! Nein, was? Die muss ich wegmachen. Sonst sehen die mich doch, oder? Oh, warte, ich muss auch was wegpacken. Ganz Inventar ist voll mit Müll hier. Okay. Ich sehe dich jetzt leider nicht mehr und du siehst mich auch nicht, ja? Ach nee, ich sehe dich. Das hätten seh wir dich vielleicht laufen. Vorher mal klären müssen. Das hätten, oh Gott, das war voll dumm von uns. Wo bist du denn? Ich wusel hinter dir. Ich habe deine Schritte gesehen. Hüpf mal? Ja. Sicher? Ich bin hier. Ich bin direkt Ah, da hier. Bist du! Ja, ich sehe es. Okay, jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wir haben nur noch 2 Minuten. Oh Gott. Und jetzt aber schnell. Okay, das heißt, ich versuche dir zu folgen hier. Oh, warte, ja, wer ist das denn? Wenn wir jetzt... Das ist Pepper. Hä? Was macht Pepper denn hier? Richtig merkwürdig. Pepper? Hallo? Hallo Pepper. Kann ich uns hören? Siehst du? Ist die ganz hören? Die kann uns riechen! Oh mein Gott, hab ihr mich erschreckt? Ja, sorry. War nicht absichtlich. Wir sind nur unsichtbar. Gedacht, du... Warte, wo seid ihr? Ich kann euch nur riechen, aber ich sehe euch gar nicht. Wir sind hier um dich rum. Die riecht nur dich. Ich habe schon eine Weile nicht mehr geduscht. Okay, wir waren ja in keiner Nähe von der Dusche. Es tut mir leid. Katzen. Also ich habe mich ja, ne? Katzenwäsche. Die Zombies nehmen jeden mit, den sie erwischen. Deswegen verstecke ich mich hier. Das ist wahrscheinlich gar nicht dumm. Du solltest raus aus dem Dorf, Pepper. Ja, ich glaube... Komm, Ronja, wir müssen weiter. Wir müssen rausfinden, wer es ist. Warte, was? Wisst ihr, ob die Geheimbasis sicher ist? Nee, wissen wir nicht, aber wir können nachgucken. Eine Minute noch. Wir sagen, oh Gott, okay, wir müssen uns beeilen. Sorry, Pepper, wir müssen jetzt echt mal gucken.
Okay, hier ist der Bürgermeister. Der verhält sich ganz normal, Bürgermeister Gott. Wir sollten vielleicht mal in der Deckung der Häuser bleiben. Nicht, dass wenn die Tränke aufhören zu wirken, wir mitten im Gewusel stehen. Absolut. Warte, ich sehe dich. Okay, gut, dann komm ich mit. Bist du hier hinter? Hinter dem Haus von Familie Teufel? Ich würde hier hinten hinter dem herlaufen. Quasi außen rum. Okay. Ich bin jetzt bei Lady Lovely vor der Haustür. Bist du Lady Lovely? Ja. Nicht, warte, ich bin auf einem Umweg gewesen. Aber ich bin gleich da. Warte. Ich höre irgendwas. Was ist das? Ha? Was ist das? Ich höre irgendwas rascheln. Ja, das war ich. Okay. Ich sehe dich sehr gut. Siehst du mich? Ich sehe nur deine genau, Schritte. Ja, ja. Okay. Was machen wir jetzt? Hast du gesehen? Da ist keiner von der Geheimorganisation, richtig? Das heißt, die müsste sicher sein, wenn wir da jetzt reingehen. Stimmt eigentlich, lass uns reingehen. Weil das wollten wir ja gucken. Ja, ja. Das war ja generell der Plan. Das Pepper! Oh mein Gott! Easy. Ich bin gesagt, abgelaufen. Nein, das ist der Bürgermeister! Aha! Was? Ronja, geh weg, geh weg! Ich bin Zielperson gefasst! Ronja, nein, 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 oh mein Gott, der schnappt sich easy! Okay. Das ist schon klar. Kann ich. Oh Gott. Oh mein Gott. Aha. Oh mein Gott, der entführt. Oh mein Gott, der entführt Easy. Okay, schnell in die Geheimorganisation runter. Oh mein Gott, das ist überhaupt nicht gut. Okay, das heißt. Okay, das ist Pepper. Puh. Okay, das heißt, Pepper hat es geschafft. Das ist gut. Easy ist weg. Das ist weniger gut. Oh Gott, wo hat der dich hingebracht? Wie soll ich den jetzt hier rausfinden? Ich weiß. Also, okay. Pepper. Hast du eine Ahnung? Auch nicht. Niemand. Okay. Mein Plan. Ich schlafe jetzt hier. Ich sag, der Bürgermeister ist es nicht. Das heißt, obwohl der hat jetzt Easy gerade entführt. Das heißt, vielleicht ist er es doch. Weil der hat sich jetzt anders verhalten, dadurch, dass er die geschnappt hat und er sie auch entführt hat. Oder denkst du auch? Das heißt, theoretisch könnte der Bürgermeister es sein, aber der sah auch so, dass es aber kontrolliert ist. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Wie finde ich denn jetzt die Easy wieder? Na toll. Okay, ich glaube, ich schlafe jetzt erstmal eine Runde drüber. Ist okay, das ist Olivia. Hi, alles gut? Ja. Okay, ich schlafe eine Runde drüber. Ich hoffe aufs Beste. Vielleicht ist alles nur ein böser Traum. Und dann würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge weiter, wie wir irgendwie die Easy zurückkriegen oder dass wir die befreien, je nachdem, falls sie irgendwo eingesperrt wird. Und falls ihr die nächste Folge nicht verpassen möchtet, dann guckt unbedingt bei Easy vorbei. Das ist auf ihrem Kanal. Der ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Die kommt übrigens am Mittwoch. Also auf Easys Kanal. Macht's gut. Ciao.